Ja, hallo alle zusammen. Heute gibt es mal was Neues bzw. Besonderes von uns. Ich habe mir ein neues Display von Fatal Forge aus dem Spielraum geholt. Ein englisches Display aus dem Spielraum. Und ja, werde das jetzt mal aufreißen und schauen, was da drin ist und euch das zeigen. Ich reiße normalerweise relativ viele Displays, für mich selber auch privat, weil ich halt ziemlich hart sammle, wie die meisten eh schon mitgekriegt haben von den Talks und so. Ich versuche es ein bisschen gemütlicher zu machen, dass ihr auch was davon habt sozusagen, werde aber durch die Commons und Uncommons ein bisschen durchgehen und mir die Rares genauer anschauen und schauen, wie viele Fetch-Länder ich drin habe, weil da sollen ja auch welche drin sein pro Display. Ja, dazu natürlich passend die Ugin-Matte, weil vielleicht bringt er mal Glück, ich will natürlich auch einen Ugin reißen. Na gut, dann fangen wir mal an. Ich habe das einen Schnitt gemacht, weil soll ja nicht zu mühsam sein aus dem die Box. Ich sag's euch gleich, hebe ich mal auch auf. Mindestens eine davon. Ich habe auch mehr als ein Display. Also, wenn ihr am Ende wollt, dass ich mehr Displays aufreiße, dann können wir darüber reden. Vielleicht warte ich noch kurz und schau mal auf die Responses von dem Video. Na gut, fangen wir an. Gut, wie gesagt, die Commons. Nein, wer den Spoiler-Alarm gesehen hat, weiß von den Rares zwar mehr als von den Commons, aber ich schätze mal. Ja. Ah, das tolle Elemental. Ja, im Spoiler-Alarm habe ich gesagt, war ich nicht so begeistert. Teilweise sind die Leute begeistert. Schauen wir mal, was macht. Und leider kein Fetch an den Token. Ja, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ja, wie gesagt, das tolle Elemental. Kollegen von mir haben gemeint, das wird vielleicht sogar in Control gespielt werden, weil es halt es wieder spielen kann oder im VIP. Den Mann finde ich dafür wieder sehr gut, der Schamane. Ja, Eile, ich habe in dem Video gesagt, kriegt plus, gibt +1/+1, wenn man auf die alle Kreaturen, die einen Schaden zugefügt haben und man kann halt Karten sehen. Ich glaube, der ist cool. Und ein Nicht-Fetchy. Aber zuerst zwei Booster, zwei Mythics, soweit bin ich zufrieden. Kann meines Erachtens so weitergehen. Ah, Collateral Damage. Pyrokinetechnik, auch eine coole Karte, fallen für den Draft sicher gut. Und der Timo Warschermann. Ja, der hat das auch. Und das Bloodstained-Meier, da haben wir schon das erste Fetchy. So wünsche ich mir das. Und jetzt bitte noch ein, zwei. Dann wäre ich überhaupt happy. Ich meine, ich habe zwar genug schon von Kans mir rausgeholt, ich sag's wie es ist, aber man kann nie genug Fetch-Länder haben. Das ist sehr nice, sehr nice. Machen wir da ein bisschen eine Ordnung, damit es nicht so wild ausschaut. Ich werde dann zum Schluss einen Shot machen mit allen Rares und Mystics, die ich aufgemacht habe, und allen Foils, falls noch welche kommen. Bis jetzt habe ich ja noch irgendwie keine gemacht, aber wir fangen erst an. Mob Rule. Gain Control. Ah, das war das. Ja, okay. Kein Fetchy. Mob Rule, ja. Also ich habe das Two Giant Event gespielt. Da war das schon ziemlich unfair, wenn das ein Gegner gehabt hat. Das war einfach so, der spielt das, übernimmt so 5 Kreaturen von ich habe es nicht selber nicht gehabt und auch Gott sei Dank kein Gegner von mir, aber ich habe es halt gesehen, wie sie 5 Kreaturen oder so übernommen haben. Das war sehr schnell vorbei, das Spiel. Also, ich glaube, im Limited ist die Bombe, ich glaube, im Constructed ist halt mit 6 Mana ein bisschen teuer, finde ich noch immer. Cunning Strike, das haben wir nicht im Spoiler-Talk gehabt, das ist praktisch doppelt Electrolyze. Ja, ist zwar cool, aber 5 Mana ist für die Constructed wahrscheinlich zu viel, meines Erachtens. Für Limited ist schon sicher brauchbar. Und Supplement Form. Und kein Fetch. Aber Supplement Form finde ich noch immer für Constructed nicht gut, aber in Limited hat mich das so kaputt gemacht, das war unglaublich. Beim Pre-Release auch haben die meine Bombe mehr oder minder, also mit Activated Ability, gebounced, kopiert. Dann selber die Ability in ihren Turn aktiviert. Ah. Rift Blast. Ah, der Dagger da. Und, ein Foil, und ich war schon begeistert, und dann ist es ein Mountain. Naja, auch nicht schlecht. Ja, dass die Leute vielleicht nicht wissen, die Länder, also im Landslot können entweder diese Länder hier sein, also diese neuen, diese ganz normalen Live-Gen-Länder, die getappt ins Spiel kommen, und eben Fetch-Länder. Und normale Basic-Länder, wo es ja auch welche in der Edition gibt, können nur im Foil-Slot sein.
Also, wenn man komplett Sets sammelt, so wie ich, und Basics will, dann muss man hoffen, dass man sie alle voll hat, weil sonst kriegt man sie einfach nicht. Sorry, ab und zu spiegelt sie ein bisschen. Ich habe hier nicht das beste Lightning. Ich bin halt nicht im Studio. Das sieht, naja. Also der, ich meine, den habe ich auch im Limited gesehen, nicht mal da, der mich begeistert. Ich meine, da haben wir noch sofort getötet. Da war der Anfang spektakulärer. Der ist cool. Also ich finde den gut. Wir haben ihn zwar nicht vorgestellt, weil er halt eine Common ist, aber ein Mana Accelerator, der dann besser wird. Ich glaube, der ist okay, weil er am Anfang accelerator dich in den Drop, der halt Ferocity macht, und dann accelerator er dich weiter. Finde ich schon ziemlich gut. Im Common Slot ist es halt auch sehr fair. Der ist geil. Noch eine Mythic, und zwar eine richtig gute Mythic. Also der ist echt Bombe. Ich bin gespannt, was der macht. Ich glaube, dass der gespielt wird, vor allem halt im Standard auf jeden Fall, ob Modern oder Legacy, weiß ich nicht, aber deinen Burnspells Lifelink zu geben, ist schon wirklich sexy. Ah, das Dragonland. Oh, ein Feuerland wieder. Das Dragonland selber, wie gesagt, ich finde es cool, weil es halt für die Drachenspieler interessant ist. Ich glaube, in Standard wird es nichts machen. Wobei natürlich der schwarz-blaue Drache jetzt schon für einige schwarz-blaue Kontrolldecks relevant wird. Und natürlich, wenn man den dann billiger zahlen kann, sozusagen, weil man halt das im Vorfeld aufgeladen hat, glaube ich, ist es schon ganz cool. Lightform. Ah, und da habe ich von ihm gesprochen, da kommt er schon. Ja, also für den Mann, ich glaube, der wird echt gespielt werden im OB-Control. Auch wegen seiner Fähigkeit, das -1/-1 geben beim Angreifen, heißt, dass du nicht von den Tokens mehr geswarmt werden kannst. Das, glaube ich, ist echt schon eine gute Fähigkeit, eine wichtige Fähigkeit. Und sonst 3-7 ist halt ein guter Buddy. Vom Blocken her, zum Angreifen ist es ein bisschen langweilig, aber wenn du mal die Kontrolle hast, dann kannst du mir auch mit einem nassen Waschlappen tothauen. Ah, oh, nice. Nice. Also ich hab's drauf. Mythic Foil, Temple Trespass. Wie gesagt, ist halt fragwürdig wegen den Mana-Kosten. Jetzt nachdem Treasure Cruise und Dixel Time gebannt sind in Modern, hat man vielleicht wieder genug den Friedhof voll, damit man die delfen kann. Ich weiß es nicht, das ist halt triple blau, aber das gibt halt doch einige Decks, die das machen können. Insofern ist das schon cool. Und auch der Tazigur, den habe ich ja auch, gemeint, ich finde ihn nicht so aufregend, eben Spoiler. Alarm muss ich revidieren, bin ich ein bisschen von Kollegen des Besseren belehrt worden. Das habe ich sehr nett, dass er Delph hat, das macht es eigentlich wirklich relevant, weil dadurch kannst du ihn halt im Kontrolldeck billiger spielen, nicht für 6, sondern für 3 oder vielleicht sogar teilweise für 1. Kannst du die schlechten Karten wegdelfen, unter Anführungszeichen. Und dann ist es halt ein 4-Mana-Instant-Draw-Spell. Und das ist schon echt gut. Der Buddy 4-5 ist dann auch okay, weil er halt auch mit 5 hinten nicht gestockt werden kann, sondern ein echtes Removal braucht. Also die ganzen anderen gehen halt nicht. Das finde ich schon echt gut. Aber Main-Deck würdig ist, weiß ich nicht. Aber Sideboard kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht auch im richtigen Main-Deck. Man weiß es nicht. Ja. Dann habe ich einfach am Anfang unterschätzt und auch ja, einfach falsch eingeschätzt. Mastery of the Unseen. Also im Limited haben wir den gehabt, also habe ich den gehabt in Tour of the Giant. Da ist es echt eine Frechheit, weil du halt endlos praktisch Karten legen kannst. Irgendwann ist halt kein das Board so sein. Die Gegner haben durch keine Handkarten, und Gegner hat keine Handkarten. Da kannst du praktisch für 4 Mana eine Kreatur ins Spiel bringen. Egal was es ist auf jeden Fall mal besser als nichts. Das ist echt cool. Ich glaube, für Constructed ist es zu wenig.
aber ja. Der grüne Drache und der Dragon Claw. Dragon Claw ist wiederum eine sehr coole Karte. Die, also, wie gesagt, meine Spielerfahrung bis jetzt momentan auf Limited. In Limited ist der gegen uns resolved, also gegen mich damals. Und hat gleich einmal einen Viech von mir gefladert, ist dann angreifen gegangen, wo ich halt nicht blocken habe können, weil er halt mein bestes Viech genommen hat. Und ja, also da wirklich gut, ich glaube auch in Constructed wirklich spielbar. Vor allem halt ist die Fähigkeit fast, ich glaube, man kann sie fast immer relevant haben. Und als 4-2 Trample ist er halt auch noch ein guter Beater. Schwarze Drache finde ich noch immer den besten von den ankommenden Drachen. Und nochmal einen Drachen. Ja, und nochmal eine volle Cloud-Form. Ja, coole Sache. Sehr gut gefallen. Bin ich sehr begeistert. Cloud-Form, wie gesagt, sicher eins von den das Beste von diesen Enchantments. Und vielleicht sogar Legacy-würdig. Und in Legacy spielen die Leute gern Glitzer. Da habe ich dann gerne das Glitzer-Ding zum Traden, wenn ich es nicht selber spiele. Ja, es geht eh flott durch das Display. Dabei beherrsche ich mich. Normalerweise bin ich wahrscheinlich noch ein bisschen schneller. Outpost Siege. Ja, der rote Siege, den finde ich jetzt nicht so aufregend. Ich meine, wie gesagt, die zweite Fähigkeit mit den Dragons ist ganz okay im richtigen Deck. Aber ja, wie gesagt, der blaue Siege ist nicht der beste. Wobei der Weiße, dem habe ich ja wenig Credit gegeben, im Kontrolldeck vielleicht auch was macht. Ich bin noch nicht so ganz überzeugt davon. Ein Freund von mir, der Gerald, der viel Kontroll spielt, hat gemeint, der ist borderline playable, vielleicht sogar wirklich playable, muss man schauen. Ja. Nochmal Mastery of the Unseen, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ich meine, einen habe ich schon fürs Komplettset. Und wie gesagt, ich glaube halt nicht, dass er im Kontrakt gespielt hat, wenn sie dann schauen. Aber ja, wie gesagt, ich reiße normalerweise, also mindestens zwei, teilweise vier Displays. Von Kahns habe ich sogar noch mehr gerissen. Da bin ich das eh gewohnt, dass ich Karten doppelt habe und dreifach. Und das ist auch gut so. Weil dann bin ich wenigstens in der Lage, immer alles zu bauen, was mich freut. Nochmal das Drachenland. Da bin ich weniger unglücklich, weil das kann man. Vielleicht spiele ich sogar das Drachendeck, nachdem mich der Christopher ja so gequält hat. Nur mit zu beweisen, dass geht. Oder ich haue ihn in seiner eigenen Serie damit. Spielen wir Deck Wars gegeneinander, ich bin Drachendeck. Ah, und vom blauen Siege haben wir gesprochen. Und das blaue Siege haben wir. Wie gesagt, glaube ich allein wegen der Draw-Fähigkeit und auch, dass du deine Permanence beschützen kannst, ist okay. Das zweite, also die Permanence beschützen wahrscheinlich eher, kommt weniger oft vor, halt mehr gegen die roten Schuss- oder Agro-Decks. Aber wenn es eher so gegen das richtige Deck ist, ist es halt oft wahrscheinlich dann auch Game-Winning. Der Phönix. Der Phönix ist leiwand. Da gibt's nichts. Der wird fix gespielt werden. Also, von dem werden wir wahrscheinlich, also wenn wir das Deck spielen, wird in der Sicherheit 3, vielleicht sogar 4 brauchen. 4 vielleicht nicht, weil du willst ihn halt doch noch zurückholen können. Aber 3 wirst du wahrscheinlich brauchen. Also, da bin ich nicht unglücklich, wenn ich welche davon aufmache. Windfall. Ja, also das finde ich noch immer super Karte, finde ich noch immer Constructed würdig. Wir haben es beim Tour of the Giant zweimal in unserem Deck gehabt und jedes Mal, wenn wir es gecast haben können, war es unglaublich frech. Also, wenn du dir einfach dann eine 6-6 machst und dann unter der Karte schaust mit deinem Land, denkst du, fair, weil ich habe eh schon 4 Länder gehabt, also 6 Länder gehabt. Und wenn du drunter schaust und eine Kreatur siehst, denkst du, doppelt fair, gleich ist die Kreatur einfach viel stärker, mein Gegner erwartet es nicht. Also, coole Karte. Dragon Skull
General. Und Thema Sabertooth. Beide cool. Thema Sabertooth ist auch eine Karte, die ich glaube, dass sie im Kontrakt vielleicht sogar gespielt wird, eben weil wegen seiner Fähigkeit, ihn unkaputtbar zu machen, sozusagen, also indestructible, und weil halt die andere Kreatur auch beschützen kann, das heißt, er kann eine andere Kreatur auch für Removal beschützen. Der Mann, ja, er ist eben limited, kann er schon echt unangenehm sein, also da haben wir ein Spiel gegen ihn verloren, weil er einfach alle seine Kreaturen gebolstert hat, unser Gegner. Im Constructed halt 4 Mana noch immer zu viel für eine 2-3er, die bolstert, aber vielleicht werde ich eines Besseren belehrt. Palace Siege. Jetzt habe ich schon 3 von den 4 Sieges, wenn ich das richtig. Rot, Blau und Schwarz eben jetzt. Ja, 5 Mana ist halt sehr viel. Der Lebensgeneffekt ist schon gut. Bin ich nicht sicher, sage ich ganz ehrlich. Das ist aber auch eine super coole Karte. So, by the way, haben wir schon, habe ich schon zu öfter jetzt gesehen natürlich, aber die kann echt frech sein. Im Limited ist die, kann die super frech sein, einfach weil X sehr schnell sehr viel sein kann und dann auch einfach der Damage ins Gesicht ist. Ah, Alicia, wir haben sie auch im Spoiler Talk erwähnt, ist schon cool. Eben wegen Zurückholen, 3-2 First Strike ist auch relevant. Also ich glaube, ich weiß halt nicht, ob sie, dadurch, dass sie mit dem Rebel Master konkurriert im 3-Mana-Slot, ob sie für das rote Agro-Deck den Rebel Master verdrängen wird, sozusagen. Das glaube ich nämlich nicht, ich glaube, dass der noch immer besser ist. Aber wenn Rebel Master nicht mehr sein sollte, was passiert, bevor Khans weg ist, dann glaube ich, wird ihre Zeit sein. Und dann haben wir schon das 4. Siege, ne bitte. Und noch eine Feuerland. Feuerfetchland wäre cool, aber das gibt es leider gar nicht, habe ich gehört, weil es halt nicht in der Edition ist. Aber das Feuerland ist auch cool. So, jetzt fehlt uns nur noch das weiße Siege, dann habe ich alle Siege in einem Display. Ja. Das Display weiß halt, was ich will. Das alte komplette Sammler. Oh, noch eine Mythic. Es wäre schon eine Zeit, an das zweite Fetchland zu kommen. Das will ich schon noch haben. Ja, in Limited habe ich sie gehabt in meinem Pool, habe sie dann nicht gespielt wegen zu hoher Varianz sozusagen. Weil oft, wenn es halt eine 3-4 Kreaturen zurückholst, ist vielleicht sogar zu wenig. Aber vielleicht, wenn du ein wirkliches Kontrolldeck hast oder halt gegen ein Sweep-Deck, ist es gut genug. Coole Karte ist es allemal. Scroll of the Masters, ja. Jo. Auch eine Rare. Das beeindruckt mich jetzt nicht sehr, muss ich gestehen. Ah, noch ein Drachi. Ja. Das ist sicher der aggressivste Drache, ich meine 7 Mana ist viel, 12 Damage in dein Gesicht ist auch viel. Also wenn man gern Drachen spielt und das rote Drachendeck bauen will, dann ist das sicher der Mann der Wahl. Weil, also man rennt sich halt mit Grün dann rein und killt dann den Gegner mit dem und seinen Kollegen, das kann ich mir schon gut vorstellen. Ah, ein Mountain. Aber glitzend, oder? Ja, also insgeheim ist wahrscheinlich das sogar der beste Drache, der weiß-grüne, weil das Bolsterschutz wirklich gut sein kann. Ich glaube noch immer, dass der schwarz-rote der beste ist, aber viele meinen halt, dass der beste ist. Das Problem ist halt, wie gesagt, keine Drachenfarbe. Ja. Also weiß und grün, da spiele ich normalerweise keine Drachen. Wobei die Bolster-Ability halt schon ziemlich gut ist. Auf dem Drachen. Die Bolster-Ability selber finde ich noch immer nicht gut. Ja. Muss ich gleich stoppen und das korrigieren. Ah! Soulflayer. Den finde ich noch immer cool. Einer in den Kommentaren hat geschrieben, ich weiß jetzt leider nicht der Name, es tut mir leid. Mit Chromanticore
Allein die Idee finde ich schon super sexy. Weil dann baue ich mir halt mein Romantico und noch besser, wenn ich irgendwas anderes auch noch damit exile. Also, und zwar für 2 Mana und nicht, ups, jetzt habe ich was gespoilt. Und zwar für 2 Mana und nicht für 5 verschiedene wie bei Romantico, das finde ich schon wirklich cool. Dann kommt das Kid in mir durch, das einfach die krassen Sachen machen will. Und Cooks of Fate. Ja, ich habe sie schon vorhin gesehen. Das ist urgut. Ich glaube, dass diese Karte viel gespielt wird. Ich glaube, dass diese Karte in UB-Control gespielt wird. Ich glaube, dass diese Karte, ehrlich gesagt, UB-Control zu einem echten Deck macht. Was ich momentan finde, ist es halt auch ein Deck. Aber das macht halt den Unterschied, wenn du ein 5-Mana-Removal hast in dem Deck, dass deinen Drachen, den ich glaube, dass du dann auch spielen wirst, nicht zerstört, dass deine Planeswalker nicht zerstört. Von denen will man sich auch 3-4 haben. Im Endeffekt. Ah, den General noch einmal. Jo, der General. Ich habe vorhin schon dazu was gesagt. Ich werde mich nicht wiederholen, sondern einfach den nächsten Booster reißen. Ja, viele habe ich jetzt nicht mehr. Ich hätte eigentlich mitzählen sollen, aber das dürft ihr nie machen. Und nochmal den entfernen, die Ferne schauenden. Ja, also, ich glaube noch immer nicht, dass der gut ist. Aber dafür, dass, glaube ich, wird White Slash fix gespielt. Der finde ich in dem Booster fast relevant, das ist rare. Arcbound finde ich noch immer eine coole Karte, einfach von der Idee her. Ich weiß zwar nicht, wo sie ihr Constructed zu Hause hat. Wie gesagt, im Freitag vielleicht von einem roten Deck. Wie gesagt, also coole Karte. Nur halt, ich habe halt dann doch Tendenzen zu Rot teilweise und zu lustigen Effekten, die vielleicht nicht ganz Constructed begründet sind oder halt, wo der Pro-Player mich wahrscheinlich auslachen wird, aber. Tja, so ist es halt. Sehr gut. Das habe ich gar nicht überlegt. Haben wir alle Drachen? Welchen Drachen haben wir nicht? Zumindest haben wir den Drachen, den weiß-blauen Drachen haben wir nicht. Der Drache ist cool, den habe ich auch im Limited gehabt. Da habe ich ihn meistens zwar hart gecastet, aber wenn ich ihn für Dash gecastet habe, das war auch in einem Spiel, ist er wirklich gut. Einfach das Pumpen von den anderen Kreaturen ist stark und ich glaube auch, dass der Konstrukt stark sein kann. Halt. Rot-Schwarzes Agro-Deck, das ist es, glaube ich, the way to go. Und auch wenn man das Drachendeck bauen sollte, muss es rot-schwarz sein, einfach weil du dann halt das Schwarze und das Rote Spot-Removal und Mass-Removal hast. Erzähle ich gleich weiter. Jo, der Mann, wie gesagt, er ist schon im Limited dieser unendlich frech. Also da habe ich dagegen ihn spielen müssen. Da ist er fast, also. Er ist schon zu handeln, weil er halt nur 3-3er Zeitlang ist, aber wenn er im späteren Spielverlauf kommt, wenn er mal 8-8 ist, ist es halt fix vorbei. Das ist auch im Konstrukt sicher so. Ja, das letzte Booster mit einem Ugin drauf. Ich habe bis jetzt keinen aufgemacht, vielleicht bringt er mir Glück. Ein Fetchland wäre auch noch ausständig, damit ich ganz glücklich bin. Aber schauen wir mal. Noch zum schwarz-roten Drachendeck. Ja, wie gesagt, du brauchst halt das Mass Removal von Bileblight, Drown in Sorrow, vielleicht sogar Anger of the Gods, um eben dann bis zu deinem Drachen zu kommen. Und deswegen glaube ich, ist das die Shell, die du haben musst. Gut, das letzte Booster. Diese Karte, eine freche, den Tour of the Giant. 4 Karten discarden ist unendlich schmerzhaft. So, ich spreche aus Erfahrung, wie man vielleicht merkt. Nicht spoilern da. Ah, White Slash. Ah, na wenigstens in Deutsch spricht das Booster so nicht, dass es mir noch eine wirklich coole Foil gibt. Das ist nice, das ist wenigstens. Kein Ugin und kein zweites Fetchland, aber Shaman Revelation, die sicher gespielt wird, die auch die Buy-Box-Promo ist. Und ein Foil, ja, so Dragonclaw, die sicher auch gespielt wird. Also das ist schon okay.
Ich glaube, ich kann zufrieden sein. Ich werde jetzt noch kurz die Rares und Foils für euch auflegen für einen letzten Shot. Ja. Und werde noch ein, zwei Worte sagen. So, wir sind jetzt wie angekündigt beim Ende von dem Video. Ja, das war in meinem Display drin im ersten. Ich sage mal, durchaus zufrieden kann ich schon sein. Die Bloodstained-Meier eben da auf der Seite. Die Foils, Temporal Passage als Foil finde ich wirklich cool. Die Dragonclaw zweimal, einmal Foil, Soulfire Mentor, die Oaks of Fate, die vier Sieges. Ich sage mal, ganz okay das Display, geht wahrscheinlich noch besser. Ja, das war das erste Unboxing-Video, was ich hier gemacht habe. Sagt mal, ob es euch gefallen hat oder nicht. Das geht jetzt gleich am Freitag online. Wenn ich habe noch zwei Displays zum Aufreißen. Wenn es euch gefallen hat, wenn ich bis Sonntag, sage ich jetzt einmal, Sonntagabend, ja, zumindest 5-6 Leute habt, die mir schreiben, sie wollen mehr davon sehen, sie wollen das nochmal sehen, dann warte ich bis dahin und reiße die anderen zwei wieder vor der Kamera auf. Vielleicht schaffe ich das auch ein bisschen besser mit dem Licht oder mit den Bilderschnitten. Ich weiß, ab und zu war ich nicht genau drin. Ich hoffe, es hat trotzdem gepasst. Über Feedback würde ich mich freuen. Ja, und ansonsten, man sieht sich wieder im Spielraum oder bei einem der Videos. Bis dann, ciao, wa. Und jetzt in Ordnung bringen.